euch an, was ich für einen Brief gekriegt habe von meinem zuverlässigen Energieversorger namens ENBW. Sie wollen von mir mehr Knete haben. Scheinbar machen sie nicht genug Gewinn. Das begründet man natürlich auch schön. So haben sich die Entgelte für die Netznutzung und die staatlich regulierten Umlagen in Summe für 2020 deutlich erhöht. Alleine das ist schon die Frechheit schlechthin. Weil die Entgelte für die Netznutzung kassiert die ENBW selber. Nur nennen sie sich da ENBW-Netze. Die ENBW hat wie alle anderen Energieversorger auch einen bunten Strauß an Tochterfirmen, wo man Geld hin und her schieben kann. Und in diesem Fall nutzt die ENBW selber ihre eigene Tochterfirma, um denen die Schuld für den Strompreisanstieg zuzuschieben. Und diese staatlichen Umlagen, die kennt ihr ja alle, EEG-Umlage und für Kraft-Wärme-Kopplung, die Umlage und was es sonst noch so für bunte und lustige Sachen da gibt, die sind ja bekannt. Jedenfalls sagen sie dann noch, zusätzlich sind die Börsenpreise für die Strombeschaffung in diesem Jahr weiter angestiegen. Dass man das überhaupt drin schreibt, finde ich sehr dubios, weil die Börsenpreise für die Strombeschaffung, die kann jedermann im Internet nachgucken und auch wie sie sich entwickelt haben. Da kann man problemlos sich Charts angucken und wird man feststellen, die sind ziemlich lange stabil. Es gibt nur ganz kleine Schwankungen und eine lange Zeit waren diese sogar fallend. Wenn man das rumrechnet, muss der doch so arme Energieversorger so 3 bis 4 Cent für die Kilowattstunde bezahlen. Jetzt gucken wir mal, was sie mir in Rechnung stellen wollen. Für sie bedeutet es da erst ab dem 1. April 2020. Aha. Die letzte Strompreiserhöhung von meinem zuverlässigen Energieversorger war zum 1.1.19. Das heißt, 15 Monate hat er die Energiepreise stabil gehalten. Also diese besondere Dynamik vom Energiemarkt, ich denke mal, die produziert die ENB selber. Also mein Verbrauchspreis erhöht sich um 2,36 je Kilowattstunde auf 32,34 Cent. Das ist eigentlich schon lächerlich. Und ihr monatlicher Grundpreis ändert sich auch. Aha, um 1,24 Euro auf 11,83 Euro. Also diese Zahlen, die müssen wir mal in der Excel-Tabelle eingeben und uns das genauer angucken, wie sich das auswirkt. Und dann sagt der tolle Energieversorger, ja, bis zum 31.2020 kann er die Preise stabil halten. Jetzt sind 9 Monate, also Respekt, diese Voraussicht, die überrascht mich doch ein bisschen. Mal sehen, was danach kommt. Also für mich kommt danach bei ENBW immer nichts. Und wir gucken jetzt mal, wie das in der Excel-Tabelle aussieht. Da habe ich mal eine kleine Excel-Tabelle gebastelt. Ich habe hier mal die Zahlen eingegeben. Grundgebühr alt, Grundgebühr neu. Alt war 10,59 Euro, jetzt haben wir 11,83 Euro. Macht eine Differenz von 1,24 Euro. Das hat mir ja mein zuverlässiger Energieversorger in seinem Schreiben auch mitgeteilt. Was er mir nicht mitgeteilt hat, sind das jetzt 11,71% sind. Wahrscheinlich musste er selber schon lachen, als er diese Zahl gesehen hat und hat gesagt, das können wir unmöglich den Kunden präsentieren. Der Arbeitspreis war vorher 29,99 Cent, jetzt haben wir 32,34 Cent, habe ich hier gleich mal in Euro eingegeben, macht nur 7,84% Aufschlag. Jetzt geben wir da oben mal meinen Stromverbrauch ein. Ich habe hier einen sehr kleinen Stromverbrauch in meinem Haus mit nur 1620 Kilowattstunden. Mein zuverlässiger Energieversorger will also im Jahr 53 Euro mehr von mir haben. Ist ordentlich, wenn man überlegt, die letzte Strompreiserhöhung war 15 Monate her. Danach kam das. Und jetzt sagt er mir, er hält die Preise 9 Monate stabil. Ich will nicht wissen, was danach kommt. Also es mussten Sofortmaßnahmen getroffen werden. Dazu habe ich mein Sonderkündigungsrecht benutzt und den Stromlieferanten gewechselt. Und
Jetzt muss eine Photovoltaikanlage aufs Dach. Wir gucken uns nochmal hier in dieser Tabelle an, wie das mit einem anderen Verbrauch aussieht, weil es gibt ja auch Familien mit Frau und Kind und die haben da nicht 1620, sondern 3500 Kilowattstunden. Das macht dann schon knapp ein Hunderter mehr im Jahr aus. Und gehen wir mal spielerisch davon aus, es gibt jemand, der hat 5500 Kilowattstunden Stromverbrauch. Pardon, dann sind es schon 144 Euro, was man mehr im Jahr berappen muss. Je höher der Stromverbrauch ist, je geringer ist diese prozentuale Preissteigerung. Aber eine 8 steht immer vorm Komma. Wie gesagt, jetzt kommt eine Photovoltaikanlage aufs Dach. So bleibt auch mehr Strom im öffentlichen Netz. Dann können die Friday for Future Kids zuverlässig ihre Mobilfunktelefone laden. Und ich habe für 2020 ein Bauprojekt. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch die anderen Teile anguckt, die da jetzt kommen. Und vielleicht habt ihr die ein oder andere Idee, wie man was besser machen könnte.